Servus meine Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den Preseason Cup gespielt und zwar den zweiten Teil haben wir beendet. Wir haben nicht geschafft, alle Spiele zu machen. 18 Sieger haben wir geholt, ich muss mal kurz gucken. Ja, Ehent hat 21 Sieger haben wir geholt, meine Freunde. Aber ist ja nicht so schlimm, dafür kriegen wir schöne 5 Spielerwahlkarten oder 4 Spielerwahlkarten und ein 5 Spielerpack 85 plus, meine Freunde. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Da haben wir 1 von 3, 84 plus Goldspieler. Ziehen wir uns gleich rein. Mal gucken, was das so Schönes gibt hier. Jo, Dani Alves, sehr nice schon mal. Wir starten schon mal wieder richtig geil rein. Finde ich schon mal nice. Für die 6 Siege kriegen wir 1 von 4, 85 plus, meine Freunde. Let's go, kann ruhig so weitergehen. Ja, schöne Pack zum Aussuchen. Sehr nice. Braucht davon irgendwas? Nö. Eigentlich nicht. Nehmen wir nur mit für die Steps, ne? Oder für die nächste SBC. Kann man ja mal machen. Wie gesagt, das solltet ihr eigentlich immer mitnehmen. Die Preseason, das ist eigentlich immer richtig gut. Dembele haben wir gezogen. Sehr schön. Ruben Dias auch nochmal. Ja. Dembele ist eigentlich sehr geil. Kann ich aber nicht gebrauchen, weil ich gerade Pelé vorne im Sturm habe. Also nehmen wir Ruben Dias. Sehr nice. Bis jetzt haben wir noch ja kein Duplikat. Ey, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Das geht richtig steil. Das 5-Spieler-Pack machen wir zum Schluss. Und da haben wir noch einen Shapeshifter, war das, glaube ich, gerade, ne? Ja, 1 von 3 Shapeshiftern, jawohl. Vielleicht ziehen wir da noch was Geiles. Jawohl, Junge. Cordoba haben wir so oder so. Heidara hatte ich auch schon mal. David Silva hatte ich auch schon mal. Hat eigentlich alle in eine SPC gepackt. Cordoba ist bei mir noch im Verein. Spiele aber gerade wieder mit Reece James. Nehmen wir... Ja, die könnten wir auch Cordoba nehmen und dann für den nächsten SPC. Ach, scheiß drauf. Wir haben so viele Spieler. Wir haben so viele Spieler und FIFA 22 ist ja auch fast vorbei. Wir müssen uns ja langsam auf FIFA 23 vorbereiten. Aber machen wir erstmal das 5-Spieler-Pack 85 plus auf. Da warte ich drauf. Das ist immer was Geiles. Da kommt immer was Gutes. Let's go. Tots. Jawohl. Oh, oh. Nee. Nee, ich hab schon gedacht. Ich habe bloß Portugal gelesen, aber ah, Mann, das wäre zu schön gewesen. Ja, kostet auch nochmal, sehr nice. Ja, ist okay. Ist okay, das Pack. Kann man eigentlich brauchen. Leute, wenn ihr den Preseason Cup gemacht habt, unbedingt in die Kommentare reinschreiben, was ihr drin hattet. Würde ich richtig nice finden, dann kann ich das immer schön vergleichen zu meinen Dingern, die ich so hatte. Und außerdem vergesst das Abo und den Like nicht und die Glocke aktivieren, meine Freunde, damit ihr keine Videos mehr verpasst.